Oh, das sieht richtig nett aus, wenn man hier reinkommt ins Spiel und alle drei Helden werden auf einmal fertig. Aber Clanspiele sind im Moment der Horror. Gucken wir mal rein. Und damit willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Akatoto. Heute in meinem Stammclan. Und ja, ich hatte eigentlich gestern gesagt, dass ich ja die Clan-Spiele, nee, nicht die Clan-Spiele, die Clan Wars wieder mitmache, wenn meine Helden soweit sind. Aber im Moment passt mir, komischerweise passen mir die Start- und Endzeiten in dieser Clan-Kriege gar nicht. Deswegen bin ich leider weiterhin auf Rot, aber es ist schon nett. Mein Profil sieht schon, ja, es verbessert sich. Also 30er Warden jetzt, 60er Queen. Die beiden haben wir schon mal durch. King ist auf 54 heute gegangen. Aber ihr habt es ja im Thumbnail schon gesehen. Sind die Clanspiele jetzt wirklich so ein Horror geworden? Keine Ahnung. Wir können mal reingucken. Ich habe noch nicht ein einziges Clanspiel gemacht. Ich bin mal so richtig super, super Clash of Clans, super faul. Muss ich mal so sagen. Liegt aber vielleicht auch an den komischen Spielen, die wir hier haben. So ein Rathaus 6er, Scrappy 6er oder auch so ein 7er hier. Die sind dann schon in den Regionen hier oben. Ich bin in Titan 1. Etwas schwerer zu finden für mich sowieso als Rathaus 12er und wahrscheinlich hat dann der Rathaus 7 und 6er hier ein Clanspiel. Mache ein Rathaus 12 auf 3 Sterne. Ja, irgendwie sowas wird es sein, aber ich habe heute hier wirklich einiges gehört. An den Rewards kann es ja jetzt nicht liegen, denn die sind ja gar nicht mal so schlecht. Aber dass wir auch nach fast einem Tag oder einem halben Tag Clanspiele erst so wenig Punkte haben, ist auch schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich habe heute auch schon jemanden hier schreien hören, das ist abartig. Irgendwie, sie sind nett, aber sie sind auch nicht mehr wirklich herausfordernd. Ich meine, jeder lässt sich das über sich ergehen. Es gibt ja noch die Errungenschaft zu machen. Und ich weiß selber nicht, was ich hier machen soll. Ich muss es mal ganz ehrlich sagen, auf Nachtdorf habe ich überhaupt keinen Bock. Dort so ein paar Punkte zu machen, kann man ja mal machen. Setze ein paar Kanonen ein und mache 3 Sterne. Aber ich habe da keine Lust drauf. Ich glaube, dieses Warden-Ding hier, dieses Knockout hier, 20 Level auf so einem Warden, das kann man eigentlich ganz gut machen für so ein paar billige Punkte. Und oder auch hier, hau einen irgendeinen mit 2 Sternen in der Titan-League. Mein Gott, für 300 Punkte hier in den Clan-Spielen, also es ist doch schon so ein bisschen, ach, einschläfernd. Vielleicht auch, ja, ich weiß nicht. Wir nehmen den jetzt mal hier, die 20 Warden-Level, die hauen wir hier mal in den Sack. Und ich habe 3 von 5 Bauarbeitern frei, das habt ihr gesehen. Das habe ich ja, glaube ich, gestern angekündigt. Der vierte läuft mir jetzt in 1 Stunde 28 schon aus. So ein bisschen müssen wir noch reinfarmen, dass wir wenigstens wieder einen Bob hier beschäftigen können. Ich habe wirklich ganz, ganz wenig in den letzten Tagen mit diesem Account gemacht. Mit den anderen bin ich ganz gut unterwegs, aber lange Rede, kurzer Clash, Schnitt, Gegner. So, oh, endlich einen gefunden hier. Ich muss ein bisschen runtergehen. Denke ich mal mit den Pokis hier, denn die Suche dauert mir doch ein bisschen zu lange. Aber wir haben hier einen gefunden, eben mal das UFO hier umstellen und dann legen wir mal los hier. Ich muss das so ein bisschen mal wieder an der Tastatur machen. Auch mein Tablet, was im Moment ja nicht bimmelt, ihr habt es heute noch nicht gehört, ist kaputt. Es ist mir runtergefallen und hat einen Glasbruch und ich kann nicht mehr richtig touchen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber es ist erstmal nicht zu ändern. Ist erstmal nicht zu ändern. Ich habe mir noch kein neues geordert, weil im Moment der Tabletmarkt vor allen Dingen im Android-Bereich ist ziemlich mau, muss ich mal so sagen. Es sei denn, du greifst so richtig fett in die Tasche, aber meistens tun es für mich etwas billigere Geräte, die einen HDMI-Anschluss haben. So muss man sagen, das haben die teuren natürlich alle nicht, weil die sind alle so flach, da geht überhaupt kein Anschluss mehr rein. Sonst hätte ich mir so ein Huawei M5, glaube ich, gegönnt. Die gibt es im Moment ganz günstig und deswegen bleibt das einfach mal abzuwarten, wie das hier überhaupt mit mir tabletmäßig weitergeht. Denn ich will unbedingt, natürlich unbedingt wieder eins haben. So, jetzt gehen wir aber mal hier mit dem Luftschiff rein und den Warden schicken wir mal jetzt ein bisschen später. Den schicke ich jetzt mal wirklich ein bisschen später in dieses Rathaus. Oh, was habe ich denn eigentlich dabei? Ah, ich hab den Klonzauber dabei. Ich klone immer ganz, ganz, ganz gern die Drachen da drin. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Eil. Oh, das hat sich ja mal gar nicht gelohnt, die da zu klonen.
Okay, dann fliegen die jetzt. Oh, warum fliegen die denn nach da? Manometer. Ah, muss ich sie hier nochmal durchheilen und die Queen vielleicht doch mal so ein bisschen giften. Ah, mal sehen. Mal sehen, was wir noch mit unseren Helden machen können. Dann jetzt nehme ich erst den Worten. Ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt hier, überhaupt irgendetwas mit den Worten zu machen. So muss ich es echt mal sagen. Es ist der Hammer. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin es irgendwie nicht. Der war jetzt so lange weg auch. Und ich habe so lange ohne den Kollegen angegriffen. Oh, so ein bisschen Elex. Denke ich mal, können wir uns hier erstmal noch wegholen. Und vielleicht auch so ein bisschen Dunkles. Ja, tolle Wurst. Okay, dann machen wir das anders. Da ist noch ein bisschen. Jetzt muss man ein bisschen taktisch vorgehen. Also nehmen wir erstmal King und Queen genau auf verschiedenen Seiten hier. Mal sehen, ob die nicht noch ein bisschen was reißen hier. Da haben wir noch ein Lager bekommen. Da kriegen wir jetzt kein Lager mehr. 60er Queen gegen 45er Queen in der Defense. Das wird natürlich nichts. Das war mal wieder klar. Aber hier haben wir noch einen Lakaien. Oh, der Kollege hat sich hier durch die Mauer geprügelt. Okay. Aber hier haben wir noch einen Lakaien, der mir jetzt so ein bisschen holt. Den Bonus kriege ich. Boah, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. 3, 2, 1, 0. Damit war es das hier. Und mit dem Bonus haben wir jetzt schon mal 11 Mille an Gold. Wir haben das Spiel abgeschlossen. Ich habe das Spiel abgeschlossen, weil der hatte natürlich einen 20er Warden. Da ist schon mal. Scheiße. Schon wieder so ein blödes Spiel. Die anderen Spiele sind jetzt eher ein bisschen doof. So für mich, muss ich mal so sagen. Kein Zauber nehmen oder ein paar Hexen. Drei Sterne mit Hexen. Ach komm Leute, das machen wir. Das machen wir. Ich bilde mal aus. Und ich würde sagen, ich schiebe jetzt mal eben so ein bisschen, dass wir hier wenigstens mal zwei Clanspiele auf die Reihe bekommen. Es ist echt mühselig. Ist aber nicht so schlimm. Und aber ihr habt das trotzdem gesehen. Ich hab meinen Warden ja echt vergessen. Weil ich ihn jetzt wirklich so lange nicht dabei hatte. Der hat ja so ein bisschen, ich glaube, von 27 bis 30 oder 26 bis 30, hat er jetzt komplett durchgelegen. Und ich hoffe, der nächste Angriff wird ein bisschen besser. Ich werde jetzt erstmal die Lufttruppen hier verballern. Vielleicht auch ein bisschen in den Pokis runtergehen, denn die Suche dauert mir ein bisschen lange im Moment. Und während meine Suche noch ein bisschen dauert, das ist das Ergebnis unseres letzten Clankrieges. 70-70. Tolle Sache, muss ich sagen, denn das macht nicht Clanspiele des letzten Clan Wars. Das macht so ein Clan War nämlich so ein bisschen aus, dass er bis zum Ende ultra spannend ist. Ihr seht das hier, der Gegner 70 Sterne, wir 70 Sterne. So ein bisschen hat der Gegner bei uns hier aufgelassen, 3 Zwölfer aufgelassen und der Doc ist ein Elfer und der Witness ist auch ein Elfer aufgelassen. Hier auf der anderen Seite haben wir auch den Zwölfer aufgelassen, den Zwölfer aufgelassen, den Elfer mit 2 Sternen aufgelassen. Das ist sehr, sehr schade. Und hier unten haben wir auch nochmal einen Elfer aufgelassen. Der Elite-Sniper ist ein Rathaus 11, ist ein Engie. Aber ich habe trotzdem einen schönen Kampf eigentlich für euch. So nebenbei, während jetzt meine Truppen gerade was machen. Nicht von Brain, sondern von, jetzt muss ich mal eben schauen, wer es eigentlich war. Ja, Ausgier Let's Play. Ausgier Let's Play, neu hier bei uns im Clan. Ich weiß nicht, ob er Let's Plays macht, keine Ahnung. So tief habe ich die Leute hier oder interviewe die Leute hier nicht, wenn sie hier dann reinkommen. Also ein herzliches Willkommen ist natürlich von mir immer drin. Aber ich frage dann nicht nach oder stichel oder so. Vermutlich auch das Zeitproblem. Und deswegen habe ich mir diesen Angriff, aber den habe ich live geguckt und ich fand ihn eigentlich für die 3 Sterne echt klasse gemacht. Auf diese Maxed Out Rathaus 9er Base, auch mit den wirklich starken Helden und mit den nervenden Lava-Hund in der Clanburg. Typische Anti-3-Sterne-Base, das hatten die Kollegen hier auch aus von den Philippinen waren sie ja, glaube ich. Und das ist ja so eine Kombi, die mir so immer noch nicht so im 9er Bereich liegt. Ich meine, ich habe damit jetzt schon mal gedreiert, ja, aber es ist auch immer ein bisschen, ich finde es auch immer, es ist immer ein bisschen Glückssache,
wie die denn so laufen, beziehungsweise vor allen Dingen hier außen die Hexen. Aber ich glaube, er hat das gut gesehen, dass die Minenwerfer vor allen Dingen hier außen stehen und so kann es ruhig mal die Hexen treffen. Ihr seht das hier auf beiden Seiten. Die werden auf beiden Seiten immer wieder top durchgeheilt und damit gibt es überhaupt keine Gefahr für oder großartig für die Hexen, denn die Skellies machen hier die ganze Arbeit und die Hexen ballern hier unten noch ein bisschen mit. Hier unten sind es 4 Stück. Und da oben, ja, auch noch ohne Ende dabei. Also, ich hätte selber nicht gedacht, denn der Angriff sah so zum Anfang nicht gerade nach 3 Sterne aus. Aber ich fand, das ist doch ein schönes Ding hier gewesen. Und ich denke, ist es auch ein Zeigen wert. Also Rathaus 9 auf Rathaus 9. 4 Level hat er noch zu machen. Ich weiß auch gar nicht, ob der auf Rathaus 10 geht. Ja, okay, so ein Troll-Tesla dann in den Ecken. Ist dann auch nicht mehr ganz so schlimm für diese ganzen vielen Skelette. Also toll gemacht hier, super Angriff, muss ich mal so sagen, auf die Nummer 22. Und mal gucken, ob meine Truppen jetzt schon fertig sind, dass wir einen zweiten Angriff machen können. Aber ich denke, den Ruhm nimmt heute mal die Laura mit hier, nämlich mit 6 Sternen, zwar auf Rathaus 11, aber ihr wisst selber, auch das Dippen für ein Rathaus 12er ist nicht immer einfach so ein. Ich dippe mal eben, den überrenne ich mal, sondern gerade Laura, finde ich, hat im Moment so ein bisschen das Problem, dass sie in der Truppenwahl oder in der Wahl ihrer Armee immer sehr, na, nicht eingeschränkt ist, aber ich meine, hier kannst du super gut funneln mit Bola Hexen, aber. Man muss sich ja schon ein bisschen was einfallen lassen, dass man auch gewisse Bases ein bisschen anders macht. Gut auf den Elver sagen ja nach wie vor viele, da funktioniert so ein Dip hier, aber der Elver hier ist auch schon eine Nummer, muss man sagen. Und cooles Dorf hier, coole Anti-3-Sterne-Base. Aber dennoch, denke ich mal, waren vor allen Dingen die 6 Sterne hier richtig, richtig wichtig von der Laura und auch bei ihr geht das gut. Geht da schon gut zugange. 26er Warden, 59er Queen. Also hier auch nur noch ein Level. Dann ist er da schon mal durch. Ist auch wirklich eine, finde ich, eine Bereicherung für uns im RH12 hier. Also sie ist ja mal aus einem Clan rausgegangen, wo ich ja mal war. Warum auch immer. Keine Ahnung, ob es in dem Clan nicht mehr so gut gelaufen hat. Und seitdem. Frönt sich hier ein CK nach dem nächsten oder natürlich macht es auch Helden, gar keine Frage. Aber die 6 Sterne hier, glaube ich, sind ihr ganz gut gelungen und auch das hier ist ein super Dip hier. Vor allen Dingen hinten noch beide Helden fast voll, ohne Heiler hier zu benutzen. Das sage ich mal ganz bewusst, weil unser Chef immer noch Heiler benutzt. Der kann irgendwie nicht von den Heilerinnen lassen. Der muss sie einfach mitnehmen und. Deswegen, oh, gegen so einen Bombturm ist natürlich schwierig, aber auch hier unten, eieieiei, das sind natürlich noch richtig viele Hexen hier hinten. Keine Gefahr für Warden und Queen. Mal sehen hier an so einem Bombenturm. Der Bombenturm ist eigentlich eine gute Defense, gerade gegen solche Truppen. Jetzt sind die schaffen es natürlich immer wieder aus der Range heraus, ihre Skelette hier zu machen. Und so hat der Bombenturm erstmal überhaupt keine Chance. Jemals überhaupt eine Hexe zu treffen. Jetzt kommt es auch noch von hinten, die Skelette. Und ja, jetzt weiß er natürlich gar nicht mehr, wo ist eigentlich vorne und wo ist hinten. Also super gemacht hier, die 3 Sterne. Auch den habe ich jetzt mal so ein bisschen zur Auflockerung gemacht. Ich glaube, meine Armee ist nämlich fertig. Hehe, eine Offline-Base gefunden. Super, super, super. Weil wir müssen ja mit den Hexen jetzt irgendwie 3 Sterne holen. Gucken wir mal, ob uns das gelingt. Ich setze mal hier einen Lakaien. Ist da ein Tesla? Oh, kein Tesla. Okay, da ist kein Tesla. Dann ist eine komische Base. Aber mal sehen, wie wir hier vorgehen können. Jo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. So. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. So können wir es machen und dann gehen wir mal hier mit den restlichen rein. Mit den restlichen Riesen und auch den Helden gleich. Joa, die nehmen wir mal gleich mit. Den nehmen wir gleich mal mit, den Helden hier. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und die Bowler sind ja im Moment besonders billig. Ich muss das Bowler-Event hier noch spielen mit diesem Account. Und es ist, Leute, es ist kein Dip. Es ist kein Dip, aber ich meine, es ist nur Offline-Base. Das ist natürlich ein Traum für mich.
Keine Frage, aber ich darf natürlich den Traum hier jetzt nicht zerplatzen lassen von den drei. Wo springen wir hier eigentlich? Ich glaube, wir springen mal hier, ne? Irgendwann muss ja mal meine Karre kaputt gehen da. Ja, okay, da sind auch Helden. Da sind auch Helden drin. Klar sind da Helden drin. Natürlich sind da Helden drin. Da sind Riesen drin. Hier außen geht noch ein bisschen was. Okay, sieht ganz gut aus. Worden diesmal nicht vergessen. Ich weiß nicht, wofür ich zwei Fries dabei habe, aber irgendwo kann ich sie sicherlich gebrauchen. Oder auch nicht. Ich kann sie mir auch aufsparen. Ich glaube, ich kann mir die Frieszauber einfach mal sparen. Dafür nehmen wir mal hier noch ein Heil. Und ja, auch die Frieszauber eigentlich gleich gar nicht. Na, okay. Dann nehmen wir die jetzt mal hier hinten. Mal sehen, so ein Max Freeze ist ja auch nicht schlecht. Na, da haben wir meine eigenen Truppen mal eben gefriest. Und nehme ich zweimal. Dann nehmen wir hier die Queen noch. Ja, ich glaube, das Event haben wir auch gespielt, beziehungsweise jetzt haben wir einmal Bowler gemacht und einmal mit den Hexen. Ich weiß, ich habe jetzt total viel Dunkles verballert in dem Angriff hier. Trotzdem haben wir ganz gut an Ressourcen geholt. 12 Millionen, 12 Millionen im Pott. Das ist natürlich super. Und auch nochmal, oh, wir haben auch nochmal den Bonus. Ja. Und wir haben die Challenge completed. Oh, dieser Horror hier. Was mache ich denn jetzt? Ich mache mal das, worauf ihr keinen Bock habt. Ich mache mal das, worauf ihr keinen Bock habt. Ich nehme dies hier. Da habt ihr keinen Bock drauf, das mache ich auch nicht mehr mit euch. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Von den Clanspielen, Horror-Clanspiele, hinterlasst mir das gerne unten in die Kommentare, ob ihr die Clanspiele auch so ein bisschen so als Horror empfindet oder ob ihr dann schon eher sagt, na komm, die Clanspiele sind Clanspiele. Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, 7 Tage, 50.000 Punkte, 4.000 pro Person, das ist längst Geschichte. Das holt jeder Level 1, Level 2 Clan, keine Ahnung. Und wir werden uns in jedem Fall am Wochenende sehen. Wie auch immer, ich verbleibe, euer Toto. Flash.